Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's Beef. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Und ich habe mir natürlich heute einen Kollegen geholt. Ich merke gerade, ich habe den Ton ausgemacht. So, jetzt habe ich auch wieder was. Ich bin nicht alleine hier. Nee, ich habe jemanden dabei und zwar den. Den Slave, beziehungsweise Random Guy. Vielleicht kennt ihr ja die anderen Videos von Sky, keine Ahnung. Ja, wir haben ja einmal ein Turnier gegeneinander, also einen Kampf gegeneinander gemacht in Comic-Galerie in Kassel. Haben wir uns vor einiger Zeit wieder hier getroffen. Jetzt haben wir auch noch ein anderes Video zusammen gemacht. Ein Deck-Profile-Video. Das kommt zu einer großen Yu-Gi-Oh! Sonderwoche. Aber wann genau, weiß ich noch nicht. Und wir haben herausgefunden, dass wir beide Naruto-Fans sind. Und wir werden jetzt so 2-3 Runden mal mit unseren Main-Characters spielen. Und dafür gehen wir jetzt mal hier, ne? Bestätigen! Los geht's! Gay. Das ist so witzig. Ja, ne? Alter, ich muss auf jeden Fall nochmal hier. Ich hab normalerweise eine Flusenrolle. Mhm. Aber die ist leer. Oh. So, versus Duell. Ach, kein Turnier? Ich kann auch Turnier machen. Ja, lass Turnier machen, das ist auf jeden Fall witziger. Okay, ständiger Wechselturnier oder? Nee, lass das mal ein freies. Freies Turnier? Einzelkampf. Schwer natürlich. Und oh, du hast doch nicht alles frei. Oh, ganz schlecht. Hallo? Die Main Colors habe ich wenigstens frei, ja? Aber kein Kabuto, mein Freund. Ja, da bin ich doch jetzt gerade dran an den Kabuto hier. Ja, das ist doch gut. Habe ich doch erzählt, dass ich gerade dran bin. So, Main Color, der Sasuke mit Kirin natürlich. Weil Kirin Bechtel. Yeah. Jetzt darfst du raus. So, also ich habe mehrere Main-Charas. Da wären einmal Kimimaro. Ja, Kimimaro ist ein etwas langsamer Charakter, hat aber extrem starke Jutsus drauf, finde ich. Ja, dann hätte ich. Jetzt bin ich zu doof. Kakashi. Aber nicht der hier, sondern den hier mit dem Doppelblitzbeam. Ist auch sehr nice, aber. Ja, ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal den wahren Chidori-Speer Sasuke, weil der einfach ultra awesome ist. Ah, du bist ja langweilig, Junge. Wie denn langweilig? So, jetzt machen wir erstmal random Shit hier. Oh, Zabuza. Zabuza. Madara, ja, ich habe nichts Besseres zu tun. Ah, Kimimaro ist doch dabei. Ach, wie süß. Das war dumm, danke. Oh, und Taku. Zabuza und Taku. Aber tote Form. Ja, und trotzdem beides Kirin-Assassinen. Ja, gut. Okay. Ja, dann tausch mich und Kimimaro noch aus. Ich glaub, gleich mal gegen meinen. Ach, scheiße. Ach, du bist unfähig. So, ich bin nicht unfähig. Ich bin nur anders. Das hat keiner bestritten. Arschloch. So. Und random Shit hier. Komm. Super. Hätte ich auch gar nicht so drauf drücken können. So, jetzt muss ich mit Obito kämpfen. Komm, Obito kann nix. Ja, habe ich letztens gesehen, wie er mich geplättet hat, Alter. Ein scheiß KI-Obito hat mich platt gemacht, Alter. So, jetzt wollen wir erstmal direkt hier aufs Maul gehen. Super, voll daneben. Alter, auf! Ja! Auf! Alter, du mieses Aussack! Halt's Maul! Wie redest du denn mit deinem Sasuke Vorfahren? So, pass mal auf, Obito, ja? Wir haben ein ganz klares Problem jetzt miteinander. Ja, wenn man sieht, Obito ist einer der schnelleren Charaktere von den Kleinen. Alter, ey, leck mich am Arsch, ey. Oder? Scheitert unser Skyder auf tierische Probleme.
So, jetzt lass mal kurz den Opa hier machen. Oh. Alter, ich bin hier voll am Verkacken gerade. Alter. La Chakra, La Chakra. Jetzt hat dein Chakra, Mann. Oh, weiter. Wow, das war scheiß knapp jetzt. Alter, jetzt war ja ein bisschen. Aber es reicht nicht. Oh, oh, oh. Komm. Zack, oh. Alter, hab ich noch gerade so gewonnen, ey. Obito KI ist scheißen schwer, Alter. Schwör ich euch. Katze! Ja, mal gucken. Ich vermute mal nicht, dass das. Chico, ja. Lass mal der Perwoll was übrig hier. Was? Perwoll? Ja, Perwoll. Alter, nur ein C, Alter. Entschuldigung. C und ich hab 3000 Rio. Komm, das kannst du besser. Ja, es kann nicht besser. Ich wollte aber nur nicht. Ja, sagt man dann so. Ich wollte meinen Gegner jetzt nicht einschüchtern. Soll ja noch spannend aussehen. Ich sag, Zabuza gewinnt. Gai hat gewonnen. Was? Ach komm. Madara, ganz klar. Komm, ich wusste es doch. Ach komm. Du erkennst sofort, wer gewonnen hat. Der linke ist nämlich, der rechte ist nämlich der untere und der linke ist der obere. Ja. Ach, wieso nehme ich denn deinen Controller? Ich brauche meinen. Stimmt. Warum hast du meinen Controller genommen, du Idiot? Weil ich es kann. Ach so. Also jetzt mein dritten Main gegen meinen ersten Main, das wird sehr interessant. Oh. Als ob das jetzt cool war. Ja. Man muss sagen, er kennt die ganzen Tasten besser als ich. Also ich habe keinen Plan, wie ich die Wurftechnik mache. Ich wusste auch vorher nicht, wie ich Erwachen und sowas aktiviere. Boah, locker aus dem Handgelenk. Was ist das denn jetzt? Was denn da? Ey, wie lame bist du denn jetzt? Es funktioniert doch, ich sag dir, was du willst. Alter. Ja, komm, machen wir es ein bisschen spannend. Spannend und dann gleich die Dori schwer. Immerhin sieht es ein bisschen professioneller aus als bei mir. Und Vito ist auch ein scheiß Charakter. Wenn du ihn gegen KI kämpfst, ey. Echt hardcore. So, das war jetzt ein langsamer Kampf mal. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber. Ja, ihr seht, das wird noch besser. Ich wollte Sky ja nicht direkt einschüchtern. Ja, nee, ist klar. Ja, guck mal, du hast gerade mal insgesamt 500.000 Rio. Ja, und ich habe halt viel Kohle ausgegeben für den letzten Kampf. Ah, okay. Ich sag, Guy gewinnt. Ich will mal ganz danke. Nett. Danke. Der nimmt ja noch auf. Okay, gegen Guy. Warte mal. Wo ist Perwoll? Keine Ahnung, ich kenne deine Katzen nicht. Das würde mich auch wundern. Das ist natürlich. Ja, geil im Erwachsmodus, ist natürlich direkt hardcore. Bei Guy und bei Lee, zumindest in der Erwachsenenform, soweit ich weiß, gibt's den Nachteil, dass die dabei Leben verlieren. Und das nicht zu knapp. Das Problem hatte ich einmal, als ich gegen Guy gespielt habe. Ja. Da habe ich mit Lee gespielt, war im Erwachsenenmodus und habe das erst in dem Moment gemerkt, wo ich schon fast tot war. Ja, hast du ein bisschen zu früh bemerkt. So, und geil. Die KI macht das deutlich intelligenter. Zack. Boom, Baby! Kirin! Reicht nicht. Natürlich reicht Kirin nicht. Boom!
Boom! In die Fressleiste. Komm, so treffen kann jeder. Na und? War trotzdem cool. Das Geile halt, bin ich halt bei Kirin ist, du hast kaum Ausweichmöglichkeiten in der Art und Weise dabei. Das ja, es ist auf jeden Fall schwerer als bei einigen anderen Jutsus. Ja, wenn du auch ausweichst nach links oder nach rechts oder sowas, dann bleibst du gerade stehen, willst nochmal ausweichen, aber da kommt dieses Kirin schon auf dich zu oder sowas. Oder wenn du halt das so machst, dass du gerade aufstehst, aber du machst rechtzeitig und dann steht er gerade auf, der hat keine Zeit auszuweichen und wird schon die ganze Zeit von den Blitzen die ganze Zeit getroffen. Ja, das haben wir ja. Eben gerade, da ist Perwoll. Perwoll ist braun? Nein, schwarz. Schwarz? Hat braune Flecken. Oh. Das ist eine sehr ängstliche. Ja, ich seh's. Hi, Chico. Also, ihr seht, erstmal schöner, perfekter Start. Da wird nicht lange gefackelt hier. Ja, da wird der Controller penetriert, Alter. Was. Alter, wie ich meine Katze anguckt, ey. Total hydriert, Alter. So geht das, meine Freunde. Ja, komm. Oh, es sieht nice ausgewichen, Alter. Und mit dieser Technik habe ich letztens auch gegen die Schwänzen gekämpft. Die ganze Zeit nur das Mega-Schuriken geworfen. Anders habe ich keine Chance mehr gesehen da drinnen. Okay. Es hat auch funktioniert. Ja, wieder so ein Kampf. Wir konnten übrig geblieben. Pass. Durchschnitt. Ja, ja. So, wir haben uns jetzt jeweils immer über 1000 überboten. Ha! Ja, ich war immer auch ein bisschen besser. Erst hatte ich 2,7, da hast du auf 3,7 erhöht, dann habe ich auf 4,9 erhöht, das hast du auf 4,5 erhöht. Ja, komm, das war auch jetzt gerade ein schlechter Kampf von mir. Das kann ich besser. Nein, ich bin überhaupt nicht angebildet. Ich kann das wirklich. So, jetzt kommen wir endlich zu dem Zeitpunkt, wo ich mich als Gewinner küren lasse. Ja, jetzt wird er wieder überheblich. Nein, traurig, aber wenn er mit Sasuke Kirin spielt, gewinnt er meistens. Weil er wartet mich auf den Boden liege und dann einfach sein Kirin abfeuert. Ja. Yeah. Ich weiß halt ungefähr, wo ich oder wann ich das aktivieren muss. Das ist immer das Nice daran. Und mein Kirin ist ein bisschen schneller als seiner. Aber dann habe ich den Fehler gemacht. Ich mache normalerweise gegen KI immer sofort reinrennen und smashen. Das war jetzt der Fehler hierbei. Alter! Ich jetzt da stehe! Oh, ich Idiot und ich habe auf meine Verteidigung umzuhalten! Oh, ist das schlecht! Ja, also, ich weiß nicht, du bist gerade nervös. Ja, und jetzt komm, jetzt weicht er nicht aus. Oh, hast du Glück gehabt, Alter. Jetzt machen wir mit. Glück, dass wir können. Oh, das ist so kacke, Alter. Das war schlecht. Na, ja, hat schon schönere Kämpfe. Ah, oh, das war schlecht. Ja, Sasuke natürlich war wieder total überheblich. Ja, auch immerhin hat Sasuke gewonnen. Du musst auch weiter drücken, sonst wird das halt nicht so. Ja, Alter, Mann ist kein D-Zug, mein Freund. Ah, war schlecht. Ja, wir waren schlecht. Extrem schlecht. Jo. Vor allem, wie stehst du immer da, wenn du dann so eine große Schnauze hast und dann verkackst du erstmal. So. Ah, jetzt machen wir voll Versus. Jetzt machen wir Versus, dann brauchen wir nicht so lange schnacken, ey. Gut. Einzelkampf. So. Erstmal nochmal. Auf den Main-Karrer. Ach komm. War das der? Nein, das war natürlich der Lederhose. Nein. Aber ihr seht. Wir spielen halt Pullburst, deswegen haben wir so viele unnütze Dinger. Ach stopp, das ist sowieso der falsche. Den, das ist mein Haupt-Naruto. Das sieht da wenigstens mal gut drin aus in dem Outfit. Alter, wenigstens Stil.
Oh, Samurai-Brücke. So, ich würde sagen, wer zuerst 5 hat, hat gewonnen oder so. Ja, hört sich schon ein Plan an. Dann machen wir auch gleich mal ein bisschen random. Also jetzt machen wir einmal mit unseren, mit denen und dann machen wir die ganze Zeit nur random. Ah, oh Mann, hoffentlich kriege ich nicht wieder so ein scheiß Dinosauri. So, Naruto-Experten wissen jetzt natürlich, dass es den Kampf an dieser Brücke auch wirklich gegeben hat. Alter, ist das schlecht, ey. Ah, jetzt kann ich mich aushalten. Ja! Schicktes Hätten, Digga, Alter! Komm, wie lang ist die Taktik denn? Aber sie funktioniert. Zack, Digga! Oh, das war zu spät. Nein, noch nicht, hat reicht. Check this out, bitch. Ja, komm. Wohin denn? Hä? Komm. Das ist voll die lame Taktik. Aber sie funktioniert. Ja, ändert aber nichts daran, dass sie lame ist, mein Freund. Ach, komm. Naja, ich habe eben im Turnier gezeigt, wer der bessere von uns ist. Ah, jetzt sind wir auf 6100 erhöht, ne? Also. Ja. Check this out. S-Rang, bitches, Alter. Ich kann's doch. Und das hat mir jetzt gereicht. Ich kann mit Sasuke und wer wollte ich nicht zeigen. Kann ich auch sagen, jetzt machen wir random Shit hier, Alter. Okay. Da wird nicht genörgelt. Sag ich was? Ja. Was denn? Dass du nichts sagst. Okay. Kakuzu gegen Roshi. Okay. Witzig. Der Bijou von Roshi heißt übrigens, für die, die es nicht wissen, Son Goku. Haha, schön Parallel zu Dragon Ball. Das Bescheuerte ist, in dem Spiel konnte Roshi sich an den Namen erinnern. Aber in der Serie wusste er die ganze Zeit nicht, wie sie heißt. Okay. Das ist ein bisschen unnötig gewesen. Ach, fuck it, Alter. So, ausweichen ist nämlich nicht mehr. Ja, jetzt tu mal so, als hättest du das geplant. Alter, als ob ich jetzt nicht schneller gewesen wäre, Digga. So, jetzt gibt's erstmal hier schön. Ja, komm, da konnte ich mal ausweichen. Fuck it. Alter. Jau, als ob. Damit hast du nicht gerechnet, ha? Nee. Alter, ich muss dazu sagen, ich spiele auch gerade das allererste Mal mit Roshi. Ja. Auf jetzt! Halt doch aus, du Affe! Wie denn Affe? Ja, okay. Sein Jinju-Kraft? Nee, ich glaube, er ist die. Ich komm grad schon wieder damit. Du bist ein Affe! Nein, der Typ ist ein Affe. Richtig! Aber ich bin kein Affe. Nein, ich meine auch, die Figur ist ein Affe. Also nicht diese Figur, sondern meine Figur war ein Affe. Nein, deine Figur ist ein Untoter. Ach so. Vielleicht deswegen. Ach, ich Idiot. Deine Auswahl. Ja, so ein Zombie, weißt du wieder mehr, weniger Hören als Muskeln. Ja, es ist. Da haben wir Itachi. Oh, nice. Gegen Gaara. Oh, Mann. Okay, ich sag jetzt schon voraus, dass du gewinnst. Ja. Locker, Digga. Und Planetare Verwüstung.
Stopp, schon wieder Konoha. Wird ja langweilig. Oh ja, ich hab gespoilert. Konoha ist der Ort. Planetarer Verwüstung. Was ist denn? Ich will auf ihn zurennen. Da ist ein scheiß Charakter. Oh, Alter. Also für die, die von euch, die Gaara spielen können, Respekt, und zwar egal welchen Gaara. So, ausweichen ist nicht mehr. Alter, wenn du einfach mal das machen würdest, was ich sage, Kashi, ne? Oh, guck mal, was ich Feines habe. Oh, jetzt hier kein Angst am Doppelgänger. Ich verstehe den Doppelgänger irgendwie nicht. Der verfolgt den Gegner. Alter, als ob! Ja, nee, ist klar. Einfach nur, weil ich dich erwischt habe, ey. Nein, einfach nur, weil ich... Eine Sekunde nach dir. Alter, als ob das immer funktionieren würde bei dir. Hör auf, mir auszuweichen. Das ist voll böse. Ja, einfach nur, weil ich Verteidigung gedrückt habe. Ja, ich sag doch, du gewinnst. Zack. Okay, was war das? Achso, Explosionsding. Yay! Da benutzt er sein Doppelgänger, aber ich genau vor ihm stehe. Wie lame ist das? Aber was kann ich dafür, wenn das jetzt so funktioniert? Ich kann auch nicht dafür, dass ich sofort weiß, wie jede Figur funktionieren sollte. Ich bin immer gut. Was macht meine Katze da überhaupt die ganze Zeit? Klar. Katze! Ich glaube, die riecht an der Kamera. Auf an der Kamera zu riechen! Vor allem guckt sie sich verstört an. Achso, Charakterauswahl. Machen wir es ja mal so, ne? Wäre von Vorteil. Ja, denke ich aber auch. Ich will natürlich nicht nochmal mit Gaara spielen. Warum denn nicht? Weil Gaara. Also, ich persönlich finde Gaaras Charakter sowohl im Anime als auch im Spiel nicht so pralle. Ah, im Piraten auch. Ja, natürlich! In Piratenmodus. Weil es gegen einfach. Gegen den dritten Hokage. Weil er einfach scheiße aussieht. Im Uchiha-Versteck. Noch unlogischer geht's ja wohl nicht. Ja, das wäre der lameste Kampf, den ich je sehen würde, glaube ich. Wieso? Kannst du Naruto nicht? Der dritte Hokage würde sofort verlieren gegen Naruto. Was? Nein, der dritte Hokage ist viel cooler als Naruto. Alter, weil du null Ahnung hast. Sieht man ja an dem Punktestand. Ja. Yeah. Als ob dein kleiner Ansturm meine Superattacke ausweichen würde. Ich sollte mal anfangen, Chakra zu laden. Alter, wieso hast du denn schon wieder so oft ausweichen? Weil ich's kann, Alter. Alter! Alter, das ist so lame! Ja! Nein, erwischt. Da trifft das Rasen, ja! So, lass mal aufladen hier. Ja! Was? Komm, ich bin doch drüber gesprungen! Ich bin der Beste, Alter! So, jetzt wollen wir es mal beenden hier. Boom! Oh, Entschuldigung, Cowboy. Was schlägt keine alten Männer? Hast du keinen Anstand?
So, das war ein großer Fehler, Digga. Bam, 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 bam. Shazam! Nein. Schönes Ding! Ah, komm. Ja! Das war jetzt lame, Alter. Ja, das... Kannst du nichts aufhalten und so. Cheer. Ja, er führt zwar jetzt 3-1, aber den 5 machen wir trotzdem noch, oder? Natürlich machen wir noch. Ich dachte, wer zuerst 5 hat. Ach, wer zuerst 5 hat? Ich hab das Best auf 5. Nein, wer zuerst 5 hat. Ah, ja, komm, dann gewinne ich jetzt noch. Dann gewinnst du ja noch. Okay, er gewinnt jetzt noch. Ich muss doch jetzt noch 4 Mal in Folge gewinnen. Uzi darf dich mal 2 einmal gewinnen lassen. Kakashi! Oh, fuck, Yamato! Komm, so schnell ist Yamato nicht. Das verliere ich jetzt. Yamato ist ein sehr geiler Charakter. Naja, man sieht ihn überhaupt nicht mehr, weißt du? Der wurde einmal entführt und jetzt ist Yamato irgendwie komplett weg aus der Serie raus. Ja, die ganzen Zetsu-Klone sind doch Yamato im Prinzip. Ah, okay. Oh, ich kann schon ausweichen. Sag mir das doch mal mehr. Zack! Okay, was war das denn für eine Superattacke jetzt? Das oh, ist schön! Super-Attacke. Boom, Digga! Zack, 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 zack! Okay! Nein! Check this out! Okay, der Kampf war extrem schlecht von mir. Das war aber auch... Keine Ahnung, also... Also, ich weiß auch nicht, so schlecht war ich glaube ich noch nie. Nee, also das war jetzt echt schlecht von ihm. Das muss, jetzt muss ich mal verteidigen. Aber ich bin besser. Yeah. Wir haben ja immer... Ich sag's nochmal gerne. Das Turnier habe ich gewonnen. Ja, es war jetzt einmal... Oh, auf 8-4 habe ich jetzt hier. Sehr schön. Ja, weißt du was gut ist? Wenn da über 10.000 stehen, das ist gut. Habe ich jetzt mal keine Lust zu. So, ich muss noch einmal gewinnen. Leute. Ja, ich blamiere mich hier gerade ordentlich. Naja, man hat ja beim Turnier gesehen, wie schlecht ich war, ne? Also, random. Ja. Alter, hätte es nicht Klein Shoji sein können? Das wäre mega sweet gewesen. Klein Shoji gibt's nicht, weißt du. So, okay, entscheid dich. Welche Map willst du haben? Mach irgendwas. Die wolltest du haben? Okay. Oh, kacke, Klein Sasuke. Ich hab noch nie mit Shoji gespielt und auch noch der Ninja-Krieg Shoji. Shoji war richtig, ne? Shoji, ja. Autsch! Jawoll! Also der Charakter geht in meinen Augen mal gar nicht. Versuch die ganze Zeit aufs... Wisst ihr? Ich hab's überhaupt noch nicht so ganz kaputt. Alter, nee, ist klar. Ah, okay. Was? Komm! Nice! Durch deinen dicken Panzer durch, Alter. Meine Freunde? Das war's. Das war's. Aber wir wollen's mal... Ja, herzlichen Glühstrumpf. Danke, jetzt kann ich auch mal gewinnen. Jetzt kann ich mir einen Keks kaufen. Auf Keks hätte ich jetzt echt Bock. Oh, 7100! Scheiße, ist das schlecht. Ja, das waren ultraspannende Kämpfe.
Vor allem die letzten beiden, also spannender habe ich noch nie gesehen. Ja. Gut, das reicht, glaube ich. Jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde, genau eine halbe Stunde haben wir jetzt gebraucht. Soll auch reichen, sage ich jetzt mal. Ich bedanke mich an Slay Demon für das Mitspielen. Kein Thema, immer wieder gern. Und ich bedanke mich für euch, bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr nochmal sowas sehen wollt, ich habe da noch einen Kollegen, der vielleicht auch mal aufnehmen würde und sowas. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, schrottet es in die Kommentare. Ansonsten, ja, hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss!